Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Transportation Design Video. Heute skizzieren wir ein Konzeptcar. Das ist so das fertige Ergebnis mit einer Kontrastfläche und etwas Schatten. Und wir fangen am besten mit einem geraden Strich für den Boden und mit dem richtigen Radabstand. An der Stelle muss man schon mal sagen, was bedeutet der richtige Radabstand? Es ist entscheidend, ob ihr einen Mittelklassewagen, einen Sportwagen oder ein SUV zeichnet. Wie man so etwas macht und worauf es dabei ankommt, könnt ihr am besten unter onlinekurse.akademieruhr.de finden. Der Hinweis kommt dann nochmal zum Schluss. Also aus den Rädern formen wir sozusagen die Silhouette des Fahrzeuges. Also es ist einfach aus dem Kopf skizziert, ganz locker. Also es kommt darauf an, dass die Bleistiftstriche einfach sehr dynamisch wirken. Das heißt, mal ein kräftiger Strich, mal ein leichter Strich. Und ohne zu radieren, versucht vorher ein bisschen was mit den Kreisen zu üben. Das ist eigentlich eine sehr schöne Idee, damit die Räder auch dann wirklich jetzt nicht wie Eier aussehen, sondern auch wirklich wie runde Räder. So, und ihr merkt einfach, was der dynamische Strich ausmacht. Wenn man da noch mal ein bisschen mit im Kontrast daran geht, kann man sich ja wahnsinnig austoben und seine richtige Form finden. Also das ist, dieser Formfindungsprozess ist eigentlich immer sehr, sehr, sehr wichtig, weil man dann darauf aufbauend immer wieder neu konzipiert, etwas verwirft, neu umgestaltet, und deshalb versucht es eigentlich immer ohne zu radieren, weil dann seht ihr eigentlich nicht, was ihr vorher gemacht habt. Und so kann man dann immer noch den Strich verändern. So, hier mit erklärenden Hilfslinie geben wir nochmal so ein bisschen eine Erläuterung für die Form, die wir uns jetzt hier überlegen. Und das Ganze kommt dann nochmal in die Tür und in den Rahmen. Also ihr seht sofort, dass es ein Versprung ist. Das Ganze wird noch locker schattiert. Also auch wieder ein bisschen mit den Formen perspektivisch richtig. Und das Ganze hier auch nochmal ganz leicht. Dass es eine kleine Reflexion an der Stelle gibt. Deshalb von außen den Bleistiftstrich ein bisschen kräftiger und zur Mitte hin leichter bzw. gar nichts ausarbeiten. Also mit so einem 2B-Bleistift oder einem B-Bleistift kann man sehr viele Farbnuancen erzeugen. Das ist das, was, worauf ihr eigentlich achten solltet, wirklich erstmal den Bleistift auch gut zu beherrschen. Weil sonst ist es schwierig, wenn man das nicht macht und die dementsprechend dann mal kräftige oder leichte Striche schwer dann fallen oder womöglich mit 5 Bleistiften hantieren, muss man alles nicht. Macht es euch einfach, übt vorher mit dem Bleistift, dass ihr wirklich die unterschiedlichen Nuancen beherrscht, und dann kann es einfach losgehen. Hier nochmal Reflexion in der Scheibe, in den Seitenfenster. Der Boden wird noch so ein bisschen angescribbelt. Genau das ist das, was ich meine, ist die Form da nochmal ein bisschen verändern wird. Das ist alles machbar, wenn man ein bisschen leicht vorzeichnet und ein bisschen überlegt, wo nochmal was hinkommt hier. Die Leuchten vorne. Und das Ganze bisschen mit wenigen Kontrasten ein bisschen kräftiger so machen, sodass wirklich dieser Licht- und Schatten-Effekt deutlich zur Geltung kommt. Und dann kann man sich nur noch so ein paar Details kümmern. Aber ihr seht, es macht einfach Spaß, weil man immer wieder da und hier mal etwas ansetzen kann. Und man schauen, wie wirkt es insgesamt, wo muss man noch was verändern.
Also falls ihr beabsichtigt, ein Transportation Design Studium anzufangen, dann seid ihr herzlich willkommen zu unseren Mappenvorbereitungskursen. Da gehen wir ganz speziell auf solche und auch viel, viel andere Sachen, die wichtig sind bei solchen Skizzen an. Und ja, gratulieren auch an der Stelle unseren Teilnehmern aus den letzten Kursen, die uns zuschauen und jetzt ihren Studium begonnen haben. Auch an der Stelle lieben Gruß Konstantin. Wir wünschen dir jetzt auch viel Erfolg weiterhin und allen anderen natürlich auch. Aber Konstantin ist jetzt einer, den wir jetzt sehr intensiv auch begleitet haben und uns besonders freuen, dass es jetzt in Pforzheim ist und an seiner Wunschhochschule studiert. Da noch ein bisschen die Kontrastfläche im Hintergrund. Die kann man ein bisschen spielerisch nur ausarbeiten und fertig ist eigentlich so eine Zeichnung. Das wär's und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum neuen Video. Bis bald, euer Akademie Ruhr-Team.